Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem offiziellen Zweitkanal, meinem Reaction-Kanal. Ihr habt euch ein neues Video gewünscht und zwar mit dem Titel Must-See-Moments in Football. Sprich, wir schauen uns das gleiche Video an über hoffentlich ein paar sehr spezielle Momente im Fußball. Ich habe es extra noch nicht angeguckt, dass wir es hier zusammen im Livestream machen können. Deshalb würde ich mal sagen, genug gelabert, bevor wir natürlich loslegen, eure Aufgabe. Lasst Feedback da, was wollt ihr als nächstes sehen und gerne auch ein Abo und die Glocke aktivieren, denn das Ganze ist kostenlos, unterstützt meine Arbeit enorm. Wie gesagt, bis Ende Dezember ziehen wir das Ganze noch durch, um zu gucken, lohnt sich das im Zweitkanal. Deswegen ordentlich Welle machen, wir starten rein in das Video. Ihr habt es gesehen, Must-See Moments in Football. Originalvideo wie immer unten, natürlich verlinkt, falls ihr euch das nochmal anschauen wollt. Bin sehr gespannt, ich kann jetzt noch nicht vorstellen, was da kommt. Ich schätze mal, aber zumindest in CR7 wird darin eine Rolle spielen, denke ich mal. Bisher jetzt noch nichts Krasses. Alter, what? Alter. Das ist... Boah. Ja, das kennen wir. Stell dir vor, man hätte dann keine zweite Flagge mehr. Was zur Hölle? Alter, an den kann ich mich auch noch erinnern, das war das letzte Turnier von McRae als Abwehrspieler. Geisteskrank. Aber bisher muss man sagen, schon ein sehr, sehr starkes Video. Ach, die Nerven muss man erstmal haben, gell? Alter. Wenn der drüber geht. Alter. Mächtig, mächtig. Er hat sich fast gar nicht bewegt. Das war eine dumme Aktion. Das ist halt totaler Gott. Hä? Ja, diese Szene habe ich gerade nicht kapiert. Machen wir nochmal. Was hatten wir hier? Aber die danach verstehe ich nicht. Selbst wenn es kein Abseits war, aber das dran ist nichts Besonderes, oder? Hä? Das macht echt keinen Sinn. Alter Schwede! Okay, es hat eine gewisse Ähnlichkeit. Alter. Da muss schon viel schief laufen, dass der Ball sich so dreht. Messi doch nicht menschlich. Geht halt einfach, oder? Wer kennt's denn nicht? Ey, wer jetzt noch dran ist, no joke,
Das war Kinderinstrument, Sportunterricht, wer es schafft, dass der Ball oben in der Halle stecken bleibt. Das, oder als Kinder aus dem Stadion, wer schafft es aus dem Stadion rauszuschießen. Wenn ihr das nicht kennt, dann weiß ich auch nicht. Aber lasst mal Feedback da, wenn ihr es im Moment aus dem Sportunterricht noch alles gut kennt. Vor allem, ich weiß auch noch früher, dass man wirklich so, weil sich im Hof gekickt hat und der Ball auf die Straße rollt und dann fährt ein Auto drüber. Das ist auch so ein Schockmoment. Krass, wie lange das schon wieder her ist, ey. Ja gut, das kennt man mittlerweile auch, ist auf jeden Fall geisteskrank, ich kann es nicht. Das ist bitte. Der Torwart war schon weg, er hat schon aufgegeben. Junge, was geht ab? Oh ne, war nicht drin. Nicht schlecht. Alter, was geht denn da hinten ab? Oh, du Hölle. Hat er nicht gemacht. Tor kaputt. Scheiße. Der hätte noch easy rennen können. Oh, das ist bitte. Die Ruhe muss man haben, ey. Hä, stinkt der jetzt oder was? Oder was war da jetzt der Grund? Stell dir vor, das stinkt dann jetzt. Der Gegenspieler gut an. Geiles Video, ey. Ja, das hat jetzt echt Bock gemacht. Ich hoffe, euch natürlich auch. Lasst mal Feedback in den Kommentaren da, welchen Moment ihr am witzigsten fandet, beziehungsweise am krassesten. Auf jeden Fall heftig, Fußball einfach geiler Sport, was da alles für Momente entstehen. Eure Aufmerksamkeit natürlich auch in den Kommentaren widmen, was ihr als nächstes sehen wollt. Bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein, bleibt sportlich und ciao.